Diese strahlenden Gesichter können nur eins bedeuten. Wie in jedem Jahr schüttet die Sparkasse Spree-Neiße den Zweckertrag aus dem PS-Lotteriesparen aus. 16 gemeinnützige Vereine und Institutionen haben Spenden in Höhe von 2.000 bis 5.000 Euro erhalten. Neue Wettkampfbekleidung für den Lausitzer Radsport, eine überdachte Tribüne für den SG Groß-Garglo. Die Wunschlisten sind lang. Ein neu errichteter Schulgarten, den es an unserer Grundschule in Krieschow schon Jahrzehnte nicht gab und gibt, soll unbedingt wieder aufgebaut werden, damit einfach den Kindern in dieser schönen Schule, auch die im Wald gelegen ist, wieder die Sachen gezeigt werden, wie wird was angepflanzt, woher kommt was, wie entsteht aus einem Saatkorn zum Beispiel ein Radieschen oder ein Möhrchen. Also mit dem Geld von der Sparkasse wollen wir besonders unsere Bälle und Netze restaurieren bzw. neu anschaffen, dass wir besonders bei unserem Vorbereitungsturnier bzw. Frisch und gestärkt in die Saison starten können. Mehr als 40.000 Euro wurden insgesamt übergeben. Das Geld für die Spenden stammt aus dem PS-Lotteriesparen. Eine Aktion, die bei der Sparkasse schon zur alljährlichen Tradition geworden ist. Getreu dem Motto: Sparen, gewinnen und dabei Gutes tun. Ein Los kostet pro Monat 5 Euro. 4 dieser 5 Euro werden gespart und im Dezember quasi als Weihnachtsbonus wieder zurückgezahlt. Und dieser 1 Euro, der geht in die Lotteriegesellschaft und ein Teil aus der Lotteriegesellschaft bekommen wir zurück über den Zweckertrag und können diesen an die Vereine hier in der Region ausschütten. Das PS-Lotteriesparen steht bei den Sparkassenkunden hoch im Kurs. Mehr als 500.000 Lose wurden allein im zweiten Halbjahr gekauft. Und nur durch die Hilfe der Lotterielosbesitzer können Lausitzer Vereine weiter großzügig unterstützt werden. Gerade nach der Corona-Zeit möchte man dem ehrenamtlichen Engagement der Lausitzer mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, das Vereinsleben in Cottbus ist ein ganz, ganz wichtiger sozialer Pfeiler und an der Stelle kann man auch wirklich mal ein ganz großes Dankeschön an die Mitglieder, an die ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen sagen, die das wirklich bewerkstelligen, dass eben alle Kinder Sport treiben können, dass Musik gemacht werden kann, dass Schulen unterstützt werden. Das geht eben nur mit Fördervereinen und mit den Mitgliedern, die da drin das auch alles tun und machen. Dieses Engagement kann sich sogar doppelt auszahlen. Am 9. Juli erfolgt noch eine große Sonderauslosung. Der Hauptgewinn ist ein Energiesparhaus im Wert von 500.000 Euro. Darüber hinaus werden noch 30 E-Schwalben verlost. Lose können bis zum 4. Juli in den Geschäftsstellen der Sparkasse Spree-Neiße oder online unter sparkasse-spree-neiße.de erworben werden.